Ich bin mal wieder komplett hängen geblieben, aber auf die andere Art und Weise in Death Must Die. Einfach mal wieder so ein schönes Vampire-Survivor-Style-Game, was aber einfach noch ein bisschen mehr bietet. Also rein da direkt. Zack, Attacke, Vollgas. Ja, natürlich wieder in dieser guten, bekannten Pixelgrafik. So Mokwi, so darf das gerne sein. Und das Wichtige ist, es ist eben nicht nur Vampire Survivor Style, wie man es halt kennt, dass man sich Stück für Stück seine, ja, seine Points erarbeitet, seine Passiven vielleicht oder eben seine verschiedenen Charaktere stärkt. Das schon. Aber hauptsächlich lootet man. Und da ist natürlich für mich als alter Diablo-Zocker genau der Triggerpunkt wieder dabei. Das heißt, wir können hier in unser Inventar reingehen. Wir haben hier schöne Stats und wir haben da drüben natürlich jede Menge wunderbare Gegenstände, die wir Stück für Stück zusammensammeln und damit unseren Charakter immer besser machen. Und das ist richtig nice. Zusätzlich können wir auch noch wählen, ja, ich sag mal, so eine Art Talentbaum, beziehungsweise in welcher Art und Weise man diese Charaktere spielt. Ich habe mit, eigentlich angefangen, wie immer hier. Man fängt hier mit dem Ritter an und relativ schnell spielt man dann, wenn man die ersten paar Durchläufe hat, auch verschiedene andere Charaktere frei. Hier unten am Feuer, da sieht man die alle. Auch so ein bisschen Diablo-Style-mäßig, alle schön aufgestellt. Und hier kann man eben sehen, welche Specials die eben noch haben oder freispielen können. Na, also hier gibt es eben unterschiedliche Sachen und die werden dann eben Stück für Stück freigespielt. Dann kann man eben auswählen, was ist mir jetzt hier gerade wichtiger. Ich habe am meisten jetzt gerade hier mit der Sorceress gespielt. Und hier fängt man eben mit dem ersten an. You gain 88% Spell Damage. Also du kriegst 8% mehr Zauberschaden für alle drei Level. Maximal 80%. Ist schon mal nicht schlecht. Was natürlich auch super praktisch ist, ist dieses hier. Also deine Schüsse zielen auf Feinde und man hat 66% mehr Attack Damage. Auch richtig gut, kann ich mir auch noch richtig gut vorstellen für spezielle Builds. Zu diesen kommen gleich noch weitere Kombinationsmöglichkeiten. Da gehen wir gleich drauf ein. Dann haben wir hier auch noch etwas, was super speziell wieder zu spielen ist. Das heißt, man hat eine riesengroße Pull-Range von den XP-Points, die man aufsammeln muss. Das ist natürlich richtig praktisch. Ein Dash weniger, spiele ich ungerne. Zweimal mehr Projektile, das ist natürlich auch immer wieder richtig gut. Und hier ist es was, wenn man in Richtung Totenbeschwörer sozusagen spielen will. Und da kommen wir auch schon auf den nächsten Punkt, denn es gibt verschiedene Gottheiten. Und die verschiedenen Gottheiten, die wiederum beeinflussen, also die buhlen um unsere Gunst und wir können sagen, jawohl, ich huldige dir oder dir oder dir. Pro Run immer drei Stück kann man sich aussuchen und dementsprechend kann man dann eben auch noch kombinieren. Ja, wen nimmt man denn? Wer gibt mir jetzt Fähigkeiten oder wen lasse ich lieber weg? Und ich würde sagen, lange quatschen. Wir zeigen das einfach, oder ich zeige das einfach mal. Wir gucken einfach mal rein, so. Und dann geht das ab. Also, ich bleib mal. Sollen wir mal auf den Summoner gehen als erstes? Gehen wir mal als erstes auf den Totenbeschwörer Select. Denn ich habe auch schon einige Sachen dabei. Zum einen habe ich hier drei extra Projektile. Das sind jetzt hier schon Unix. Also, ich habe schon ein bisschen gesuchtet. Es sind hier schon höchste Qualitätsgegenstände. Ich habe jetzt gerade nochmal die Schwierigkeit etwas runtergestellt. Hier in der Area kann man den Schwierigkeitslevel nochmal deutlich nach oben machen. Die letzten Male bin ich hier komplett immer reingegangen auf Max. Und jetzt würde ich sagen, stellen wir es mal einfach eben kurz runter. So. Einfach nur mal zum Zeigen. Und jetzt ist das hier ein bisschen leichter. Increased Item Rarity. Also das, was man an Gegenständen findet. Ich habe halt nicht umsonst hier alles schon auf Unique und Rot. Und auch noch einiges im Stash, was man eben hier komplett
praktisch irgendwann mal verwenden kann für die anderen Charaktere. Man verliert das auch alles nicht, man sammelt alles schön aus dem Dungeon, das ist halt mega gut. Und wenn man dann irgendwie Bock hat, mal den anderen zu spielen, ist der Stash schon voll, der nutzt das dann und dann geht man auch mit dem direkt steil. Wir starten einfach mal. Wir starten einfach mal rein und wie man es halt so kennt in diesen Vampire Survivor Games, ja, kommen eben Monster an. Das sind jetzt meine Skelette und das liegt daran, wo sind sie? Necromancy, ist es das Teil? Genau, 24 Skelette, das ist natürlich richtig krass, ne? Direkt von vornherein 24 Skelette, die für mich kämpfen. Das macht das natürlich mega entspannt. Zusätzlich drücke ich jetzt einfach mal Q, dann ist der Autocast an. Und theoretisch können wir jetzt hier stehen bleiben und alles kaputt ballern. Aber erstmal wollen wir natürlich hier diese grünen Pünktchen einsammeln. Ganz klar. Denn die bringen uns XP. Wir sehen hier unten den XP-Balken, der schießt schön vorwärts. Und wenn wir gleich Level up haben. Krom. God of Conquest. Also, das ist jetzt hier die erste Gottheit. Will ich den? Eigentlich will ich den nicht. Das heißt, wir haben hier nochmal die Möglichkeit, einen Alternativen zu suchen. Lady Justice kommt jetzt dazu. Im Hardcore-Modus hätte ich die jetzt direkt mitgenommen, im schwierigen Modus. Jetzt ist es eigentlich nicht so wirklich notwendig. Aber jetzt direkt nochmal zu rollen, finde ich gerade ein bisschen zu viel des Guten. Ich nehme die einfach mal mit und gehe mal hier mehr auf Armor. Wir haben halt nur drei Möglichkeiten, also drei Gottheiten. Was halt auch wichtig ist, warum man laufen sollte, sind hier, man sieht es oben rechts in der Ecke, die gelben Punkte. Wir suchen uns hier die ganze Zeit irgendwelche Pylonen, irgendwelche Boxen und so weiter, um hier mehr Boni zu bekommen. Denn alles, was wir hier aufheben... Ja, da sehen wir übrigens mal was Normales, also normale Rarity, einfach, ne, was Simples. Und das Ganze gibt es dann eben auch in Blau und in, ich glaube, in Lila auch noch. Also verschiedenste Qualitäten an Items, die man dann eben aufheben kann. Ich baller mich jetzt hier gerade mal durch, dann hier zum nächsten, dann zum nächsten gelben Punkt. Ich fahre quasi hier die ganze Map immer ab, zack, ein Punkt nach dem anderen. Mit Shift immer so rüber, zack, zack, zack. Was haben wir hier? Pull Area größer, Barriere eher durchschlagen oder mehr XP. Wir nehmen die XP mit. Das ist halt ganz praktisch. Dann kriegen wir von vornherein einfach konstant weiter XP. Jetzt haben wir hier die nächste Gottheit, Wintergottheit. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, gerade mit dem Einfrieren und so weiter gar nicht so verkehrt. Blight finde ich damit am besten. Einfach so eine Zone, die quasi erstehend... Und man hat quasi Damage-Area-Bereiche. Macht richtig Bock. Funktioniert ganz gut. Hier haben wir jetzt übrigens auch gesehen, die Spells oder das, was wir uns aussuchen konnten, das, auch das hat verschiedene Qualitäten, Qualitätsstufen. Also, das war jetzt gerade schon blau, schon eine höhere Qualitätsstufe. Das gibt es aber auch in weiß und als Basis sozusagen. Und auch da, zack, nächstes Level up. Lady Justice wieder. Ja, das haben wir jetzt. Genau, das ist jetzt hier die normale Qualitätsstufe. Das Blaue ist halt dann die nächste wiederum. Dann gibt es noch eine lilane Qualitätsstufe. Dann gibt es noch die rote, die Master-Qualitätsstufe. Und legendär gibt es auch noch. Da sind dann manchmal ganz verrückte Sachen bei. Kommt natürlich äußerst selten. Und man kann sich auch Klamotten anziehen, um das eher zu pushen, oder man findet eben bei diesen gelben Punkten einfach mal so Schreine, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man eben ja die selteneren und hochwertigeren oder effektiveren Fähigkeiten bekommt. Was ich gerade im vorletzten Run sogar noch gefunden habe, war so ein Shroom, so ein kleiner Pilz, super selten. Der hat fast alles um 30-40% hochgepusht, also von den ganz seltenen Sachen. Das ist natürlich aber auch super selten, habe ich das erste Mal bisher gefunden. Armor Increase, machen wir mal weiter. Das war so ein bisschen was aushalten hier. Denn es wird natürlich, wie in all diesen Games, immer schwerer. Es kommen immer mehr Monster und wir müssen halt zusehen. Damage, 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 aber natürlich auch überleben. Das Teil ist immer ganz wichtig. Stone of Power, damit machen wir 100% mehr Schaden. Und das Teil heben wir uns jetzt gleich noch ein bisschen auf. Wir bleiben mal so ein bisschen in der Area. Denn es kommen zwischendurch immer mal wieder so Bossphasen. Und die Bossphasen, so, die sind dann in einer abgeschlossenen Area.
Blight erhöhen wir auch weiter, jawohl. Und dann ist es halt praktisch, wenn der Boss kommt, wenn so eine Bossphase kommt. Na, schaffen wir das noch? Gleich wieder zurück. Movement Speed oder Ausweichen. Wir gehen auf Movement Speed. Wir wollen ja schnell unterwegs sein. Da haben wir schon mal einen kleinen Boss. So eine kleine Krone über dem Kopf. Davon sollten wir auch nicht getroffen werden. Und der droppt dann auch was. Guck mal, hier haben wir es jetzt schon in lila. Expert. Sich richtig, richtig gut. Was nehmen wir mit? Wir könnten jetzt die Projektile nehmen. Aber eigentlich würde ich lieber auf die Totengottheit warten und das mitnehmen. Das Dash-Teil hebe ich mir dann auch auf. Das heißt, Curse. Wir machen einfach mal das hier mit drauf. Gucken wir mal. Genau, hier sehen wir jetzt überall diese Flecken, die fallen halt immer runter. Platsch, 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 entstehen überall, machen Schaden. Die Gegner, die rennen da rein und werden davon halt quasi, ja, direkt kaputt gehauen. So, jetzt gucken wir mal, kommt hier noch der Boss oder dauert es noch ein bisschen? Nächste Gottheit, die Feuergottheit. Natürlich auch nicht verkehrt, auch direkt wieder als Expert. Richtig gut. Jetzt muss ich natürlich schon langsam gucken. Auch nicht schlecht. Ich reroll einfach mal. Und wir sind bei Time. Auch wieder. Der Gott der Zeit, auch richtig, richtig stark. Geht auch richtig ab. Und ich glaube, ich nehme den jetzt. Jetzt verändern sich, das waren jetzt meine Primärangriffe. Der Gott der Zeit, super stark, weil wir zusätzlich Experience-Shards kriegen. Diese blauen, die jetzt rumliegen. Das heißt, wir leveln eigentlich nochmal schneller. Zusätzlich schießen die, springen die halt so ein bisschen hin und her, prallen ab. Und man kann quasi gerade so große Mobgruppen richtig gut wegfarmen. Und es gibt einen super krassen Spell, der allerdings relativ selten ist bei dem Gott der Zeit. Wo man noch mehr Angrifftempo kriegt, noch mehr Tempo kriegt zum, also Lauftempo und so, also das geht dann richtig steil ab. Da gehen wir nur auf Blight, da machen wir erstmal nichts anderes. Ihr seht hier ganz viele XP-Points durch den Gott der Zeit, mega praktisch. Ich habe den sonst immer geskippt, weil mir das irgendwie so nicht so relevant vorkam, aber sein Hauptangriff und dann wie gesagt so ein Sekundärangriff. Super, super stark. Da droppt mal so ein Herz, falls man mal ein bisschen Lebenspunkte verliert. Also diese, jetzt haben wir hier gerade so eine Boss-Zone, genau. Also jetzt kommt so ein Boss-Fight. Und zwar kommen jetzt gleich hier ganz viele von diesen Blobsen. Okay, die buffen aber auch nur so ein bisschen passive Sachen, ne? Mehr Projektile. Ich nehme das jetzt mal nicht, denn ich hätte noch gerne die Gottheit. Lady Justice habe ich schon. Ich hätte noch gerne die Totengottheit. Ich hoffe, ich kriege die noch. Ich packe jetzt mal den Schrein ein. 100% mehr Damage. Und jetzt kommen gleich hier eben ganz, wie gesagt, ganz viele von diesen Blobsen. Die machen wir mal eben platt. Das Schöne ist, so ein Run dauert im Idealfall, wenn man durchkommt, so ungefähr 20 Minuten. Man kann das immer schön timen. Man kann sich das immer richtig schön einteilen, wie lange man halt zocken will, ob man so viel Zeit hat oder nicht. Das ist halt immer ganz nice, wenn man es eben... Da ist er, der Time-Gott. So. Und wir suchen... Time-Field ist es nicht. Attacks become stronger. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Den Dash wollen wir noch nicht. Wir nehmen einfach mal, dass die Angriffe stärker werden und hoffen irgendwann auf den richtig guten nächsten passiven Zauber von ihm, der dann richtig steil geht. Aber so geht es auch schon mal ganz gut. Man muss gar nicht so viel machen, also man weicht einfach nur so ein bisschen jetzt hier aus. Zack, mit der Leertaste einfach immer. Man sieht die Dashes über dem Kopf, jetzt habe ich zwei Dashes, zack, zack. Genau, der Damage Boost ist auch gerade schon wieder ausgelaufen. Aber ich glaube, wir haben die, ja, die Bossfight Area eben auch schon erledigt. Protection! Lady of Justice hat übrigens auch noch einen Schild. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich mache mal hier einen Reroll in ihrem Bereich. Auch wieder Protection ist auch nur...
Okay, ich bleib noch da bei dem. Lassen wir das nochmal so, wie es ist. Und da kommt schon der nächste Miniboss. Gehen wir mal hin. Versuchen, den mal zu kriegen. Zack, 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 zack. Überall. Und es fliegen halt die ganze Zeit die XP-Points direkt zu mir hin, weil ich eben so eine hohe Aufsammel-Area auch schon habe. Ist anfangs natürlich deutlich schwieriger, weil man eben noch nicht so viel einsammeln kann. Aber man boostet sich durch bessere Items eben richtig, richtig schnell vorwärts. Und ich glaube, für den Anfang empfiehlt es sich auch tatsächlich viel, den Gott der Zeit einfach zu nehmen. Gerade wenn man hier so als Mage unterwegs ist, lohnt es sich. So, jetzt gucken wir mal eben hier. Hier können wir zum Beispiel auch noch unsere Einsammel-Area erhöhen. 900%. Oder unsere Spell-Dauer. Um 14%. Ich nehme erstmal das, damit wir da noch mehr XP kriegen, noch besser alles einsammeln können. Mehr einsammeln heißt mehr Level, heißt mehr, guck mal, was hier alles rumliegt. Ei, ei, ei. Die fliegen halt super weit, diese Schüsse, ne? Und die fliegen halt eben auch außerhalb des Bildschirms. Und da muss man halt manchmal einfach nochmal eine große Runde laufen. Wir sind immer noch hier. Jetzt gehen wir gerade auch ein richtig gutes Update von Adept auf Expert. Nächste Stufe, also in den lilanen Bereich. Und wir erhöhen das damit also ein ganz großes Stück. Ja, ist auch nicht das andere. Ausdauer, Cooldown. Nee, das brauchen wir erstmal nicht. So, jetzt machen wir hier erstmal weiter. Und gehen weiter und suchen hier auf der Minimap die nächsten. Oh, hier ist wieder so ein 100%-Ding. Aber ich denke mal, der nächste Bossfight wird noch ein bisschen brauchen. Gegen Ende hin super praktisch. Wenn dann wirklich die stärkeren Bosse kommen, dass man dann eben wirklich noch so einen Powerschrein hat. Der hilft wahnsinnig gut. Gerade wenn man dann im schwierigen Modus unterwegs ist. Dann geht's richtig ab. Ich hoffe eigentlich immer noch so ein bisschen auf die Totengottheit. Die geht halt auch richtig, richtig steil. Macht auch wahnsinnig Bock. Gerade wenn man ohnehin schon mit den ganzen Skeletten hier rumrennt, kann man eben damit auch nochmal ein bisschen boosten. Allerdings auch mit dem Gott der Zeit. Hier ist das nächste Damage-Ding. Ja komm, nehmen wir einfach mal. Und ich charge einfach mal weiter in eine Richtung. Meist charge ich so nach links oder nach oben. Oder halt dahin, wo die Schüsse hingehen. Wenn man Q drückt, Autocast anhat, dann da haben wir die nächsten kleinen Bosse. Zack. Wobei schon etwas größeren, die können einen im schwierigen Modus auch einfach mal one-hitten. Und hier im Leichtmodus, naja gut, die halten nicht wirklich was aus. Und droppen dann aber auch dementsprechend, ne? Jetzt nur blau und nicht mal, dass sie was Rotes droppen. So, die nehmen wir jetzt auch wieder nicht, aber ich kann die nicht abwählen. Jetzt muss ich sie nehmen. Jetzt muss ich sie nehmen. More projectiles, ja. Tja, jetzt hängen wir da drin quasi fest, können also nicht mehr auf, dann gehen wir hier auch auf Expert, perfekt, können also hier nicht mehr auf die Todesgottheit kommen. Alternative Rolls, ja, wir gehen aber hier mehr Projektile, sammeln hier alles ein, jetzt schießen hier einfach schon 5 Stück raus, sehr praktisch. Das mit dem Frostring hier gerade war ein Autocast, beziehungsweise etwas, was auch auf der Rüstung drauf war, was zwischendurch halt immer mal wieder passiert. Aber im Großen und Ganzen ist das so auch schon ziemlich lazy, ziemlich entspannt, damit alles kaputt zu hauen. So, hier haben wir nochmal plus 8% Heal. Max Life, also immer schön diese ganzen kleinen gelben Punkte hier, die Schreine einsammeln oder Kisten. Na guck, hier unten in der Area. Genau, es kommen die ganzen Schildmobs. Und dazu gibt es dann auch gleich noch wieder so einen kleinen Boss-Fight. Jawohl, schön alles einsammeln. Jetzt haben wir hier gerade so einen Magnet über den Kopf. Und der sammelt jetzt nochmal einen größeren Bereich. Also deutlich, aus einer deutlich größeren Area alles ein. Nicht auch von der ganzen Map, das leider nicht. Aber immerhin. So, mir fehlt hier immer noch
der ultimative. Ich reroll nochmal. Und es sind immer noch die gleichen. Also, ich gehe auf mehr auf Damage. Es fehlt mir hier immer noch der ultimative Zauber von diesem Boss oder von diesem Gott, von dieser Gottheit. Einen kleinen Mini-Boss eben noch kaputt gehauen. Aber mit mehr Einsammel-Area ist das schon super praktisch. Das lassen wir mal liegen hier. Ich meine, die ganzen Sachen könnte man einsammeln, gerade am Anfang. Es gibt, ganz am Anfang gibt es noch nicht diesen Händler. Der kommt erst ein bisschen später. Aber wenn man dann den Händler irgendwann hat, dann kann man das auch eben alles schön verkaufen, die ganzen Sachen. So, jetzt renne ich nochmal wieder nach unten. Also langsam könnte gleich hier der nächste Boss kommen. Immer noch nicht. Immer noch nicht das, was ich suche. Der Dash. Spell Duration nehmen wir mal. Wie lange die Spells anhalten. Wir haben ja auch ein bisschen was, was über Zeit läuft. Diese Flecken hier, diese Frostflecken. Und das ist jetzt einfach nur Autocast, ne? Also es ist halt einfach automatisch. Man kann das mit Q einfach umstellen, man ist da ein bisschen schneller. Und mit der linken Maustaste dann vielleicht einfach nur casten, kann man auch machen. Gerade wenn es irgendwie bremselig wird oder wenn man vielleicht zu langsam ist, weil man im Casten halt langsamer ist. Aber an für sich, wenn man die ganze Zeit castet und alles wegballert, klappt das eigentlich auch ganz gut. Gem High, das ist es. Ganz leider nur in Weiß und in Basic, aber das ist es. Genau, you gain Movement, Attack and Skill Speed. Das ist halt richtig nice und wenn das eben auf, ja, auf Expert oder noch höher ist, dann geht das halt richtig, richtig ab. Aber auch jetzt wird das schon gleich abgehen. Ich mach jetzt meinen Autocast an. Und gleich wird man schon sehen. Jetzt geht es auf einmal schon los. Man ist jetzt schon schneller. Also es geht jetzt schon ab. Man castet deutlich schneller. Man läuft deutlich schneller. Ah, jetzt hat es schon wieder aufgehört. Aber das lohnt sich halt richtig. Divine Shield, auch richtig nice und super wichtig. Gerade wenn man im Schwierigkeitsmodus halt das alles hochgeboostet hat. Weil das bringt einem einfach nochmal, ja, einen Bonus-Schlag, den man vielleicht einfach nochmal ein bisschen aushält. Auch richtig, richtig praktisch. Sammeln wir das nochmal schnell ein. Ich renne aber nochmal wieder nach oben. Ich warte eigentlich jetzt gerade auf die nächste Bossphase. Und man sieht es hier auch schon wieder, wie es gerade abgeht. Richtig schnell, immer schneller, immer schneller. Und das einfach nur gerade durch den Gott der Zeit. Der Dash. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Dash. Ja, die anderen Dashes, die sind nicht so nice. Also, hier geht es jetzt gerade nochmal richtig steil. Super, super praktisch. Immer wenn wir was treffen und kaputt schießen, beziehungsweise diese Shards auch dann einsammeln, dann kann man halt richtig gut Gas geben. Und es gibt halt immer wieder so Phasen, wo halt die ganze Map voll ist mit irgendwelchen Gegnern. Dann lohnt das. Zack, das hört sich mal an, als ob einer eine Dose aufmacht, ne? Pft. Da sind die Ritter, die großen, schwer gepanzerten Ritter, wenn die kaputt umkippen. Hammer, ey. So, komm, zack, 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 zack. Guck mal, was hier rausgeballert wird hier auf einmal. Alter, da sagt mal einer, der Gott der Zeit, der ist so uncool, ey. Das geht richtig ab. So, Divine oder Blight? Wir machen Blight weiter, die Flecken. So, ab geht it. Aber ich habe auch echt am Anfang den Gott der Zeit komplett unterschätzt. Wo ich dann das erste Mal nicht anders konnte und dann hier seinen Autoangriff gesehen habe, beziehungsweise dann irgendwann diesen zweiten Spell drin hatte. Sehen wir gerade die Spells. Da ist es. Wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt er? Ich hock da gerade vor. Da. Gem High. Hammer. Geht richtig ab. Super essentiell. Oh. Nächste Stufe. Die anderen lassen wir erstmal.
Auch wenn die besser wären, aber erstmal direkt den auf nächste Stufe. Der ist halt super wichtig. Weil dann einfach alles komplett abgeht, ey. Wie er hier rausballert, ey. Es wird hier einfach nur noch rausgespammt, ey. Richtig, richtig nice. So, go, go, go. Und jetzt kommt hier die nächste Bossphase. Perfekt. Und wir gehen rein in den Bonus-Damage. 100% Damage drauf. Und jetzt ballern wir richtig durch. Wir gehen mal auf Divine Shield. Ab geht es. Jetzt wird hier einfach komplett durchrasiert. Das sind jetzt die stärkeren von den Bobbles. Die natürlich auch platzen, aber ich rasiere sie, glaube ich, schon ganz gut weg. Die haben keine Chance zu platzen. Vorher sind sie schon kaputt. Ja, und XP-mäßig ballert halt auch so wahnsinnig viel rein, ne? Das alleine schon ist halt nochmal ein riesen Bonus. Alter, was hier draußen noch rumliegt, ne? Ein riesen Bonus für den Gott der Zeit. Mehr XP, mehr XP, mehr XP. Deutlich schneller Level up. Dadurch dann deutlich schneller neue oder stärkere Zauber. Und dann geht's richtig cool ab. Ich weiß nicht genau, hier unten liegt gerade auf der Map, sieht man so ein roter Punkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Ob das auch ein dicker, fetter XP-Boost ist. Weil einfach zu viel XP rumliegen und sich das dann da in einem quasi drin bunkert alles. Das war ja bei Vampire Survivors war das ja auch so, dass die ganzen XP-Punkte dann in diesem roten Punkt quasi dann sich gesammelt haben, weil halt sonst die ganze Map voll wäre mit irgendwelchen XP-Points. Ob das jetzt hier auch so ist, weiß ich nicht genau. Attack becomes stronger. Ja, gehen wir jetzt langsam mal rein. Und ich glaube, wir haben alles kaputt. Perfekt. Perfekt. So. Jetzt geht's nach dieser Phase direkt nochmal wieder stärker weiter. Man sieht also, Stück für Stück kommen immer wieder stärkere Gegner. Das war schon wieder ein kleiner Boss. Auch hier wieder aufs Schild weitergehen. Die halten auch deutlich mehr aus wieder. Es ist so krass. Es ist so krass. Es ist einfach mega krass. Aber es ist auch gerade sehr angenehm für mich im Easy-Mode, weil das, naja, es ist halt wirklich nicht so anstrengend. Im Hardcore-Modus, also wenn man alles hochpusht, können wir gerne in einem anderen Video auch nochmal machen dazu. Dann ist das schon deutlich anstrengender. Und ich, nächste Bossphase, der Necromancer. Na guck, da haben wir schon mal einen Bossgegner. Booste mich jetzt aber nochmal eben hoch. Push das Schild nochmal hoch. Jawohl. Und jetzt gehen wir schön mit den ganzen Skeletten dahin. Übrigens super praktisch für den Zauberer hier, das mit den Skeletten. Ich muss sagen, das ist, macht das Ganze mit dem Zauberer deutlich leichter. Und da ist er schon tot. Der Gott der Zeit. Sehr schön. So, was haben wir denn? Mehr XP brauchen wir eigentlich nicht. Random Blessing ist natürlich nicht schlecht. Das Feld ist nett, braucht man aber eigentlich nicht. Bann das mal. Okay, dann kommt da hoffentlich mal was anderes. Random Blessing nehmen wir einfach mal. Und wir haben einen lilanen Ring bekommen. Also simpel, schon was Besseres. Und hier noch einen Epic. More Skill. Aber wir haben natürlich schon deutlich bessere Sachen. So, weiter geht's. Hier weiter einsammeln. Hier unten war noch was Gelbes. Das ist halt echt die ganze Zeit das A und O, ne? Wo sind die Schreine auf der Minimap? Dahin geht die Reise. Kurz alles einsammeln. Da war noch was. Da ist noch so ein roter Punkt jetzt. Den nehmen wir auch eben mit. Na, so ein bisschen gehofft auf den Gott des Todes und jetzt dominiert doch Gott der Zeit.
mit ein bisschen Frost in Kombination, aber auch das klappt natürlich super. Und gerade im Normalmodus ballert das natürlich auch nochmal richtig gut rein, ne? Ja, Gott des Todes werde ich auf jeden Fall nochmal extra, ein extra Video auch zu machen, weil das geht auch richtig gut ab. Also es macht auch einfach Bock. Wir gehen, ja, einfach mit in mehr Damage. Zap, 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 läuft. Da haben wir den nächsten Schrein auf der Minimap. Hinchargen mal eben, zap, zap, zum nächsten. Und da haben wir schon mal jetzt von größeren. Das ist auch gut. Movement Speed. Mein Dash wieder aufladen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist in Kombination mit dem Gott des Todes ganz gut, weil der einen sehr starken Dash-Spell hat. Ich gehe einfach auf Movement Speed wieder. Movement Speed. Alles einsammeln. Alles kaputt hauen schnell. Es droppen jetzt hier die ganze Zeit diese roten Gems. Und ich muss wirklich sagen, ich habe noch nicht wirklich raus, was die können. Lady of Justice, dein Schild hätte ich gerne. Ich danke dir. Genau, jetzt ist das Schild schon wieder weg. Habe ich bestimmt ein, zwei Schläge abbekommen. So, was haben wir hier? Mehr Heal. Weniger oder langsamer Spell Cooldown, aber Spell Damage. Ich glaube, ich mache das mal, weil so viel Spell nutze ich gerade gar nicht. 33% mehr Spell Damage. Im Idealfall hätte ich gleich noch... Oh, jetzt kommen die Stärkeren hier. Im Idealfall hätte ich gleich noch den Gott der Zeit. Und den Gott der Zeit mit dem Buff für die Minions. Das wäre nicht so schlecht. Summoner. Ah, gerade davon gesprochen. Für alle 60 Sekunden, die vergehen, ist der Schaden von permanently erhöht sozusagen. Das heißt, im Minutentakt werden jetzt die Minions stärker. Das ist natürlich auch super praktisch. Hier kommen jetzt übrigens gerade die ganzen Mini-Bosse, ne? Also das, was vorher im Anfang mal so ein kleine Challenge, so ein Challenge-Boss war, ist jetzt hier gerade als Normal-Boss oder als Normal-Mob rennt das hier gerade rum. Blight auf Expert, das ist gut, das sind diese Flecken auf dem Boden. Aber man sieht es einfach, ne, mit dem Gott der Zeit, weil das die ganze Zeit zwischen den Viechern hin und her rennt. Das ist halt krass. Und wenn ich mir da jetzt überlege, nochmal dieses, was ich am Anfang sagte, mit diesen Zielsuchenden, das kann man ja für den Charakter vorher festlegen, dass man zielsuchende Missiles sozusagen hat, das könnte doch auch nochmal was sein. Dass man das dann hat mit dem Gott der Zeit und dann zielsuchend, ich glaube, das wäre doch was. Dass die gar nicht so random rausschießen, sondern alle komplett zielsuchend. Ich glaube, dann geht's richtig ab. So, jetzt bleibe ich mal von dem roten Punkt weg auf der Minimap. Ich sammle aber auch immer noch normal ein, ne? Der ist immer noch da in der Nähe. Ich versuche den mal nicht aufzuheben. Und baller jetzt hier diese Bossphase gerade mal eben wieder um. Hier gibt es jetzt gerade keinen einzelnen Boss, sondern tendenziell eher so... Ja, diese ganzen Schildträger, da sind ein paar stärkere zwischendurch bei, die einen heftigen Dash auch machen. Jawohl. Auf 9%. Die Minions machen mehr Schaden. Genau das wollen wir. Da außerhalb, da sehen wir die zwei rote Gems sogar. Und jetzt sammeln wir... Hat einen Boost gebracht, aber so richtig groß sah der jetzt nicht aus. Vielleicht sind es einfach nur große XP. Durchaus möglich. Manche Sachen, keine Ahnung, was da passiert.
mehr Projektile. Oh, jetzt haben wir gerade einen random Buff bekommen. Wir haben so Shurikens. Das ist von einem anderen Gott. Von dem Gott des Krieges. Auch ganz praktisch. Habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt mit der Schurkenklasse. Ging auch richtig gut ab. Gerade alles, was halt AOE ist, ne? Wir wollen halt viel Masse kaputt hauen. So, und immer weiter. Kleiner Boss. Und immer weiter. Oh, jetzt kommen wir schon gleich in Richtung Endphase. Haben wir vielleicht noch einen 100% Damage? Attack Damage, Spell Speed. Haben wir vielleicht noch? Da ist das. Weil nach diesen ganzen Skeletten kommt dann gleich der Endboss sozusagen. Wir sind bei 19 Minuten. Spell Area. 19 Minuten 30. Nochmal alles mitnehmen. Leider braucht er ein bisschen, sodass die gleich so... Oh, da ist es. Perfekt. Perfekt gefunden. Das ist natürlich super praktisch. Jetzt einfach hier eben alles kaputt hauen, was da ist. Und dann haben wir da gleich noch mit 100%. So, den machen wir auch noch eben platt. Und da kommt da schon der Boss. Eingesnackt. Ausweichen natürlich nicht vergessen. Ausweichen nicht vergessen. Im Hard-Modus ein ganz anderes Ding als jetzt hier. Wobei, jetzt ist mein Schild hier auch schon weg. Aber der Boss müsste auch gleich platt sein. Immer das Ausweichen, immer am besten noch eins übrig behalten. Wisst ihr, jetzt sind wir schon halb tot hier. Aber er ist auch gleich platt. Rabams! Und damit haben wir hier 1, 2 weitere rote Items. 5 Sekunden sind wir noch drin. Ja gut, das Level-Up brauchen wir jetzt nicht mehr. Das war's. Und damit sind wir durch. Und wir gucken natürlich rein. Geschafft. So sollte das auch sein. Hier sieht man natürlich nochmal eine schöne Übersicht. Was bringt wie viel Damage? Was hat am meisten gebracht? Und ja, dementsprechend kann man sich dann eben entscheiden, na, lasse ich nächstes Mal weg, nehme ich vielleicht doch nochmal wieder mit. Oder. Und jetzt gucken wir natürlich in unseren Stash. Hier haben wir den Händler, der kommt, wie gesagt, nicht, der ist nicht am Anfang da. Das heißt, erst nach 5, 6, 7 Runden oder sowas, irgendwann hat man dann auch den Händler. So, und jetzt können wir eben hier gucken. Also, wir können nicht alles tragen, ist aber nicht schlimm. Wir haben ja auch noch andere Charaktere, die wir hier nutzen können. Und alles, was halt grau ist, mittlere Maustaste, Sell, weg damit. Blau baller ich auch weg. Ich sammle eigentlich mittlerweile nur noch die roten Sachen. Und dann kann ich immer noch gucken, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Genauso gucke ich auch immer mal wieder hier, ob hier etwas dabei ist, was vielleicht so ein bisschen special ist. Mal was ganz Besonderes, wo vielleicht ein Zauber noch extra drauf ist, so wie bei diesem oder bei diesem Teil. Hier sind sogar nochmal Skeletons. Also ich habe hier zweimal was mit Skeletons. Da ist die Frostnova eben mit drauf. Dass man dann eben zusätzlich nochmal gratis Zauber sozusagen hat. So, die Schuhe kommen zu den Schuhen. Rüstung zu den Rüstungen. Und ja, so geht das dann. Ich stelle jetzt aber hier alles schon mal wieder hoch. Denn beim nächsten Mal soll es auf jeden Fall schwieriger werden und anspruchsvoller. Und auch wenn ich es bisher noch nicht geschafft habe, also mehrfach ganz knapp, aber dann doch beim Endboss gescheitert bin, es klappt jetzt schon richtig, richtig gut und man kriegt eben wahnsinnig mehr von diesen Gegenständen. So ein paar Sachen sind mir noch unklar. Vielleicht hast du da schon ein paar Infos zu. Auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Was macht man mit diesen Büchern? Ich habe hier schon verschiedene Buchserien-Sets komplett. Gute Frage. Dann, das hier ist, glaube ich, alles nur so eine Übersicht, was man halt schon alles frei hat. Ne? Dann sieht man das auch, was die
hier haben. Und hier sieht man, was man benötigt. Also was muss man machen, um das nächste freizuspielen. Das hatte ich hier bei ihr halt relativ schnell dann auch fertig bei der Zauberin. Und hier sieht man eben fürs nächste Mal, The Sign of Earthquake wird dann angelockt, wenn man Destroy an Elite Enemy Barriere mit einem einzigen Strike. Also, ne, wenn man da eben auf Barriereschaden zum Beispiel geht, dann sollte man das mit dem Charakter dann auch schaffen. Aber es steht halt immer mit drin. Jo, so viel dazu. So geht das weiter. Und ich werde jetzt mal gucken, vielleicht gleich nochmal testen, Gott der Zeit in Kombination mit diesen Homing Missiles. Das kann, glaube ich, auch nochmal richtig gut abgehen. Und 66% Attack Damage. Dann macht man quasi nur Autocast und ballert dadurch richtig viel Damage raus. Also das geht mit Sicherheit auch nochmal gut. Ansonsten, wie gesagt, der Summoner auch richtig nice. Oder eben mehr Projektile finde ich auch super, super praktisch. Einfach, ja, mehr Schaden, ne? Jo, so viel dazu. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann gucken wir mal, ob wir im nächsten Video einfach nochmal ein paar andere Gottheiten uns hier angucken.